Am heutigen Mittwoch findet in der Oberliga der 8. Spieltag statt. Gleich 4 Südtiroler Derbys stehen auf dem Programm. Der Tabellenzweite St. Pauls, der die letzten 3 Spiele in Folge gewonnen hat, spielt auswärts gegen Arntal. Die Mannschaft von Martin Wachtler liegt zwar in der Tabelle ganz unten, hat aber am Sonntag auswärts gegen den Bozer FC den ersten Dreier in dieser Saison geholt. Jetzt will Arntal auch daheim nachsetzen. Sie haben große Leute wie mir auch und spielen auch viel mit langen, hohen Bällen, so wie wir auch. Aber ich glaube, wir spielen daheim. Daheim, wie gesagt, ist zwar noch nicht so gut gelaufen, deswegen war es Zeit, dass er mal umdreht langsam. Tabellenführer St. Georgen muss in Obermeister ran. Die Jürgener sind als einziges Team der Liga noch angeschlagen und haben bisher 6 Siege und 1 Unentschieden gefeiert. Wer der einzige Sieg der Meraner schon ein paar Wochen zurückliegt, trotzdem ist Obermeister zu Hause nicht zu unterschätzen. St. Martin empfängt nach 3 Unentschieden in Folge den SSV Naturns und Tramin, das hingegen die letzten 3 Partien verloren hat, trifft auf Brixen. Der Tabellendritte Virtus Bozen, der in den letzten 3 Spielen nur 1 Punkt gemacht hat, will im Heimspiel gegen La Vis wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, während der 4. Anaune den Bozner FC empfängt. Die Nonsberger haben abgesehen vom Auftaktspiel keine Niederlage mehr einstecken müssen. Der Bozner FC wartet inzwischen schon seit 5 Spielen auf den 2. Saisonsieg. Jetzt schauen wir Schritt für Schritt, jede Partie ist eine einzelne Partie für sich. Und dann müssen wir jetzt wieder nächstes wieder ins Beweisen und Vollgas gehen. Wir blicken auch auf die Tabelle. St. Georgen führt mit 19 Zählern 3 Punkte vor St. Pauls und bereits 5 Punkte vor Virtus Pozer. Auf Platz 4 Anaune, dahinter folgen die Trentner Mannschaften La Vis Comano, Caciocchese und Benacenze. Unten in der Rangliste auf Rang 12 der Pozer FC mit 6 Zählern vor Naturns, Obermais, Arntal und Brixen.